So, wie fange ich am besten an? Dieser Teil ist ein bisschen anders, denn als ich es aufgenommen habe, hatte ich mein Mikrofon falsch eingesteckt, sodass kein Ton richtig zustande gekommen ist. Also muss ich jetzt nochmal ja, was drauf sprechen sozusagen. Und da dieser Teil eigentlich, ja gut, da die Aufnahme eigentlich 20 Minuten lang dauert, dachte ich mir, kannst es gleich ein bisschen vorspulen, sodass ich 11 Minuten daraus mache. Und ja, was passiert jetzt hier? Ich glaube, ja, ich laufe jetzt erstmal falsch. Klar, erstmal muss ich kämpfen gegen die ganzen Monster. Die Sphinx erstmal. Wo ich dachte, dass die wenig Energie haben, aber es war nicht so. Die haben doch tatsächlich ganz schön viel Energie. Naja, aber trotzdem sind sie sehr schwache Gegner, sag ich mal. Ja, ich gehe gerade hier falsch, denn mir fehlt noch ein Schalter, den ich nicht betätigt habe. Naja, ich werde es jetzt gleich sehen, nachdem ich hier alle Gegner besiegt habe. Und auch hier werde ich einen Fehler machen, denn ich benutze Phönix und Phönix zieht mal wohl gar nichts ab gegen diese Goldgolems. Ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Naja, aber diese Goldgolems sind schon ein bisschen stärker, muss ich sagen. Aber trotzdem keine ernstzunehmenden Gegner. Natürlich darf ich auch gegen diese Tintis kämpfen. Diese Tintis, ja, sind im Gegensatz zu den Goldgolems wieder sehr anfällig gegen Feuer. Klar, sind ja auch Wassermonster, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, ich hatte sogar ein Pokémon zu diesem Zeitpunkt erwähnt. Ja, was sind das denn überhaupt für Pokémon? Das müssen Tentachas sein. Genau, Tentachas und Weiterentwicklung ist Tentoxa. Ja, jetzt fällt mir wieder das ein. Wieder mal ein Kampf gegen die Sphinx zur Zeit. Ja, ich weiß. Und jetzt werde ich sehen, dass die Brücke. Nee, habe ich schon gesehen. Okay. Jetzt muss ich zurück zu dem Schalter. Ich dachte nämlich, dass dieser Schalter es schon machen wird, aber dabei ist auf der anderen Seite noch einer. Und ja, genau. Jetzt habe ich es endlich bemerkt. Und zum Glück kamen die Monster nicht wieder, denn sonst wäre noch mehr Zeit vergangen. Ich habe mich ganz Zeit über diesen Monsternamen lustig gemacht hier, weil diese grün-gelben Viecher Vincent heißen. Kennen wir eigentlich auch schon, glaube ich. Und ich dachte eigentlich auch, dass die schwächer wären als die Venus-Fliegen-Dinger, aber dem war nicht so. Hier habe ich einen Schnitt gemacht. Gleich wird's. Ja, genau. Denn es waren wieder sehr viele Monster und ich hatte keinen Bock, das alles zu zeigen, denn wir kennen schon die meisten Monster in diesem Dungeon. Und ja, gegen diese Basilisken ist es eigentlich ziemlich einfach zu kämpfen, denn sie haben irgendwie keine großartige Technik. Hier kämpfe ich wieder gegen zwei Vincents. Ja, ich liebe sie. Ich liebe diesen Namen. Wie kann man ein Monster Vincent nennen? Ich frag mich das. Wieso? Vincent. Vincent van Gogh. Nein, aber ja. Vor allem, es hat noch nicht mal ein Gesicht oder richtige Arme und Beine und trotzdem hat es so einen menschlichen Namen. Ich verstehe es einfach nicht. Na egal. Ja, komm, komm, schneller, schneller, schneller. Ich habe schon fast die Hälfte hinter mir. Dumm gelaufen, echt. Ich habe mich richtig geärgert, als ich gemerkt habe, dass ich das Mikrofon nicht richtig zünderte. Das war wirklich wieder so ein Moment, wo ich dachte. Dabei war es richtig eingesteckt, aber halt im falschen, ja, wie nenne ich das? Im falschen Input. Keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll. So, gegen die Schneekönige muss ich auch wieder Phönix benutzen, denn das sind ja auch, ja, Schneemonster, sag ich jetzt. Und, die haben auch relativ viel Energie, habe ich mal gemerkt. Also zweimal Phönix reicht dann noch nicht aus. Und selbst Maxim und Guy müssen nochmal draufkloppen, damit die endlich kaputt gehen. Naja. Dafür sind diese Glotzer, oder ich habe sie die ganze Zeit Glubschis genannt. Fällt mir gerade ein. Nicht sehr stark, aber die können auch zweimal angreifen. Naja, und dieser Weg hat sich jetzt gar nicht gelohnt, denn ich habe nur ein blödes Heilsirup bekommen. Och, egal. Naja. Ja, hier sind wieder die Glubschis.
gegen die ich aber auch keine Zauber benutze, denn das lohnt sich nicht wirklich. Und jetzt sehen wir es auch, die können zweimal angreifen, obwohl sie nur ein Auge haben. Sehr witzig. Aber egal. Inferno gegen einen Glubschi. Und es hat 1000 abgezogen, habe ich ganz vergessen. Haha. Da lobe ich mir doch lieber die Basilisken, denn die sind noch viel. Ich glaube, das sind die schwächsten Monster in diesem Dungeon. Soweit ich das in Erinnerung habe. Denn die machen wirklich nicht sehr viel. Da geht der zweite und das ist jetzt weg. Ja, genau. Und hier kommt nochmal so ein Schneekönig. Ja. Ich benutze sogar keinen Zauber, denn gegen einen einzelnen Gegner lohnt sich das nicht. Also geht's weiter. Da hat sich gerade, als ich den Schlüssel benutzt habe, wieder ein Schnitt gemacht, denn das waren wieder nur zwei Vincents und da hatte ich auch keinen Bock, gegen die zu kämpfen. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Boss, sage ich mal. Wir sind ja hier, um den Motor zu bekommen. Und ja, zu diesem Zeitpunkt sind Botes und Bertie wieder in Schwierigkeiten, denn sie wurden halt bei ihrer Flucht erwischt. Und ja, die Leute sind nicht sehr stark hier, sag ich mal. Ja, er beschreibt sie immer noch als, dieser Prinz beschreibt Selan immer noch als mächtige Selan, und das gefällt ihr gar nicht. Und deswegen regt sie sich ein bisschen auf, aber er lacht uns trotzdem aus, denn er denkt, dass er immer noch die Oberhand hat, aber da liegt er wohl ziemlich falsch. Naja, gleich müssten eigentlich die Leute mich dann auch angreifen. Ja, die reden halt wieder sehr viel. Und ja, genau. Hier war wieder die Bossmusik, obwohl diese Gegner ziemlich arm sind. Ich verstehe es immer noch nicht. Jedes Mal, wenn ich gegen diese Gegner kämpfe, verstehe ich nicht, warum sie die Bossmusik bekommen. Vielleicht weil es Menschen sind, ich weiß nicht. Vielleicht ist das eine Erklärung? Naja, egal. Aber eigentlich haben sie diese Musik nicht verdient. So, jetzt gegen den Panzer. Und auch dieser Kampf war ziemlich einfach. Wirklich einer der einfachsten Bosskämpfe im ganzen Spiel. Was ich ziemlich witzig fand, war, dass auf dem Panzer, also im Panzer sitzt der König und er hält so ein kleines Fähnchen, was mir erst ganz, ganz spät eingefallen ist, oder was ich ganz spät erst bemerkt habe. Naja. Inferno, ja, da habe ich mich eigentlich ein bisschen. Okay, ich war ein bisschen faul bei diesem Kampf, denn ich habe, glaube ich, ziemlich wenig Magie benutzt. Wenn überhaupt. Ich glaube, ich habe einfach nur einmal Valor benutzt. Denn, ja, wie gesagt, dieser Kampf ist wirklich ziemlich easy. Und ja, was soll ich noch weiter sagen? Es ist einfach ein sehr enttäuschender Kampf. Obwohl, ja, es ist einfach auch nur ein Panzer. Es ist ja nur nicht mal ein Monster und deswegen ein Panzer gegen vier legendäre Helden. Also da muss, glaube ich, schon mehr kommen. Naja, Brandbombe, ja, zieht natürlich. Ach ja, ich habe bei für Haze habe ich diesen die Zornattacke vom Legendenhelm benutzt. Und sodass die Attacken von ihm abprallen. Und die Hälfte sogar von der Attacke dem Gegner selbst zugefügt wird. Naja, und es war schon eine gute Wahl, aber das machte den Braten auch nicht richtig fett, sag ich mal. Naja, und gleich müsste eigentlich auch schon der Kampf, ja genau, vorbei sein. Und er regt sich jetzt erstmal auf. Okay, ich habe den Motor erhalten und natürlich versucht er jetzt wieder das Schloss in die Luft zu sprengen, denn was anderes bleibt ihm gar nicht übrig. Naja, Sedan hat uns alle nach Port Savia gewarbt. Und wir sehen nochmal, was aus Boris und Bertie wird. Die beiden haben natürlich die Flucht geschafft. Ja, noch nicht ganz geschafft, denn sie wissen noch nicht, wie sie aus dieser Höhle wieder rauskommen. Denn die Brücke ist ja kaputt. Aber wenigstens hat, ich weiß gar nicht, ob das Boris ist. Ne, Bertie ist der Blauhäutige, hat die Krone mitgenommen und er meinte auch, dass wir gar nicht mal so schlecht sind und weil wir sie halt gerettet haben. Naja. Okay, jetzt schnell zu Lexis, denn wir haben ja jetzt endlich den Motor. Ja. Baut mal schnell Exelion um. Da kam die kein eine Tuse. Lexis meinte so, ey, hier, Marble hieß die, glaube ich. Marble, komm mal hier rüber, so einen Kaffee fertig. Nein, das hat er nicht gesagt, aber
Sie sollte halt Exeeron hier ins Dock fahren und jetzt wird auch schon der Motor eingebaut, sodass ich endlich fliegen kann. Und im nächsten Teil werde ich dann halt die restlichen Dracheneier holen und mir einen Wunsch beim Drachengott, ist das der Drachengott, erfüllen lassen. Und ich werde mir das letzte Kapselmonster holen. Und auch alle Kapselmonster zur letzten Form verhelfen. Also schaltet am besten auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Haze gegen alle vier Höllenfürsten. Oh, jetzt habe ich schon etwas verraten. Na egal, die meisten kennen sowieso das Spiel. Also